Tatsächlich. Scheiße. Ja, tatsächlich. Eiskalt, Glaube, sage ich habe ich. den aber auch nie genossen, ehrlich gesagt. Hier habe ich jetzt keine besonders gute Erinnerung dran. Nee, Ah, und nicht es war es. nicht weil das jetzt ein schlechter Film wäre oder so, sondern das Viech einfach mega widerlich Das ist ist vollkommen einfach unrealistisch mit einem fliegenden Fahrrad hier. What the fuck? Ich habe mich, glaube ich, niemals mit dem Vieh angefreundet, sondern irgendwie versucht, das zu verbrennen so. oder Ja, so. wahrscheinlich einmal die Shotgun durchladen und los geht's. Ja. Scheiß War schon E.T., immer ey. Hardys Traum, Minderheiten einfach mit einer Shotgun wegzublasen. E.T. ist aber keine Minderheit. Klar, gibt nur einen von denen. Ach Quatsch, die hätte noch am Ende abgeholt. Jetzt habe ich gespoilert, ey, ohne Scheiß. Ja, stimmt. Das ist doch keine Minderheit, ey. Die haben doch einen Ja, eigenen ja. Planeten. Die Ohne haben den Spaß. abgeholt nach Bedburg eingeliefert, weil sie sagt, das ist bescheuert. Ohne Spaß. Ohne Witz, ich finde das voll traurig, dass die komischen Leute, die in Quarantäne genommen haben, da mitten im Film, die nicht abgemurkst haben. Ohne Scheiß. E.T. ist einfach nur ekelhaft. Noch ekelhafter ist das, wenn der krank wird und so eine weiße Haut kriegt und so. Bah! Ja, ohne Scheiße, ich habe nur schlechte Erinnerungen an den Film. Aber ich musste mal die digital überarbeitete Version angucken, wo das Ja. sogar animiert ist. Erreicht? Gibt Ja. es? Ja. Und am ekligsten fand ich, dass er seinen Hals ausfahren konnte, ey. Das, ohne Spaß! Was für einen evolutionären Sinn hat das denn, dass so ein hässliches Vieh seinen Hals Boah, das kann ausfahren ich dir kann? sagen. Okay, pass mal auf. Geschichte, ne? Also biologische Kenntnisse mit Bram, ja? Das ist Ja. relativ simpel. Ja, ist mit, Und jetzt zwar die willst du mir das Rassen. Darwin-Beispiel mit den Giraffen bringen, oder was? Nein, nein, pass auf. Und zwar deren Volk, ja, hat nämlich sich evolutionär entwickelt, halt wie jedes andere Volk logischerweise, Ja, ja. ja. Und die haben aber halt die Besonderheit gehabt, dass sie sich halt auch zweigeschlechtlich fortpflanzen, Ja. aber halt durch den Rachen. Ja, durch Oralsex, Genau. ja. Ja, Und da okay. war einfach dann von Vorteil, wenn man einfach den ganzen, wenn man halt, also E.T. war halt das Weibchen, weil nur Weibchen konnten ihren Hals ausfahren. Ach so. Und E.T. war ein Weibchen. das heißt, die Genau. Weibchen mussten all die Arbeit machen quasi. Ja, die Ja, und Weibchen. dann konnte er sich Genau. einfach über das männliche Genital setzen, dann mit dem Hals rumswallowen, weißt du, und damit den Penis penetrieren, ohne dass man dafür extra Genau. den Kopf bewegen musste. Ja, weil nämlich die, die einen kürzeren Hals hatten, irgendwann ausgestorben sind, weil nur die mit dem langen Hals nämlich überlebt haben. Genau, das nennt man auch die Langerhalseninseln. Lange. Alles klar. Ja, und das Vieh konnte ja auch am Bauch leuchten und so mit dem Finger. Ohne Spaß, das mit dem Finger fand ich immer geil, ey. Wenn er mit seinem Finger geleuchtet hat. E.T., nach Hause telefonieren. Oh, Spaß, das Geile ist, wenn wir den Film heute nochmal machen würden, würdest du ihm einfach das Handy in die Hand drücken. Ja, ohne Spaß. Ah, Wir nicht wie müssen erst. damals. Wir müssen ein Telefon für dich finden. Ja, echt mal. Es gibt noch keine. E.T., der Außerirdische. E.T., Freund von Apple. Eigentlich ist der deutsche Titel von E.T. total bescheuert. E.T., Wie der heißt denn der? Außerirdische. Ist doch voll doppelt Warum? gemoppelt einfach nur. Das Warum? Was stimmt heißt eigentlich? Was heißt E.T. denn nochmal? Extraterrestrial. Und das heißt Außerirdischer. Was? Ja, ist so. Deswegen ist das total bescheuert, dass es E.T. Ich der dachte, Außerirdische heißt. extraterrestrial wär extraterrestrischer Empfang für Fernseher. Ja, auf jeden Fall, Junge. Alien-TV und so Alien Scheiße. TV. Alien Ja. Pornos, Junge. Mit den geilen Hätte ich Kraken und gedacht. so, Oh mein wo die Gott! Japsenweiber mitspielen. Ja, Weil, wo wenn ja, Peter auch immer weil. der Hauptrolle ist. Ja, Peter ist erst der Ne, Dackelmonster. wenn du E.T. empfängst, ja, hast du nämlich den Vorteil, da kannst du nämlich dir auch einfach Erde angucken. Ja, genau, Earth, Junge. Auf jeden Fall. Diesen Yalamon um 7, Junge. Oder diesen Yalamon um 8, keine Ahnung. Oh ja. Erde. Sehen Sie, wie sich die Israelis und die Pakistaner auf die Schnauze geben. Und bei den Afghanen, da rappelt's im Karton. Super geil, ey. Ja, South Park kann schon was. What Oh, the das ist fuck? aber jetzt assi gewesen, ey. Leck mich am Durftest Arsch. du das? Ja, natürlich durfte ich das. Ich bin ja noch nicht runtergesprungen. Und bei mir stand noch nicht, hast die Challenge geschafft. Nee, der Checkpoint ist das hier unten. Da musst du sogar noch erst ein Stück schwimmen. Ja, Peter, eben, bist du hart Peter. gefistet Bist du worden. hart gefistet worden, würde ich sagen. Echt mal richtig hart gefistet einfach. Adi will das hier alles wieder in die Länge ziehen. Ja, das stimmt. Boah. Weißt du, jetzt sagt der Bart, das ist kein Scherz, ist ja nochmal True Story an dieser Stelle. Wenn Hardy hier ist, ja, Ja, dann du hält er kannst so doch mal immer einen noch seinen Jagger lutschen, Anus, das kannst du mal dann hält er machen. immer noch seinen Anus vor mein Gesicht, ja, ich soll dann reinrübsen, das saugt er dann weg. Ja, genau, auf jeden Fall. True Story. Was? Nee, Ja, nicht True Story.
Peter kann das. Nee, okay. True Story, Zwinker, Zwinker. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich nicht da war. Boah, du bist so ein Mongo, geh mir doch nicht auf die Eier. Was denn? Du achtest halt nicht, du hast halt keine Map-Vision, Junge. Wobei man da halt auch wichtig ist, und zwar Peter nutzt so Hadis Körpertemperatur. Benutzt Peters Körpertemperatur auch immer, um seine Frisur in Form zu bringen. Dadurch wird das flüssige, Plastik einfach vor Hadis Anus gelegt. Er saugt das ein und spritzt das dann in perfekter Lockenbetonwelle wieder heraus auf Peters Kopf. Und das genau kleine Klümchen, was dann immer drin bleibt, ist dann für die Schamhaare. Ja, das stimmt. Da ziehe ich mir das so aus dem Arsch und streut mir auf die Pizza. Oh Mann, Alter, wir haben jetzt schon wieder Bildungs-TV mit Sondergleichen hier gerade. Das Niveau, das steigt schon wieder, du. Ja, wobei, in die andere Richtung. Kommentaren passt das. Zu unseren Kommentaren passt das? Ja, zu den aktuellen Kommentaren mit Google Plus passt das. Bob hat eine Armee, oder was? Ja, wir haben dich gekillt, Junge. Schön, dass wieder weniger geworden. Wo geht das denn hier hin? Gott sei Dank. Ja, weil das alles rausgefiltert wird. Jeder Beitrag mit Bob wird rausgefiltert. Ja, ich habe schon gesehen. Pizmeat baut jetzt eine Armee, habe ich auch schon gelesen. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich kann schlecht Pizmeat in die schwarze Liste schreiben. Nee, ist doch voll gut, wenn die Leute das dann überall verbreiten. Ja, voll gut. Verbreiten das voll die allen Videos Werbung. Auf dieser Welt. Nein, oh Gott, Leute, ey. Jetzt hat Dennis wieder was gesagt. Das war keine Aufforderung. Tut es! Oh, wir können doch einfach bei Hadis Mama anrufen, der alle mal sagen, dass die richtig geil Pizza mitgucken soll. Nein, bitte nicht. Hadis Mama hat nämlich auf 10 Rechner und hat uns 10-mal abonniert. Ja, auf jeden Fall, Junge. 10 Rechner braucht man dafür, keine 10 Benutzerkonten. Nee, da braucht man 10 Rechner für. Ja, Peter hat einfach keine Ahnung, wie das Internet funktioniert. Ich hab das doch nur nochmal bestätigt. Peter hat keine Ahnung, wie das Internet funktioniert. Das stimmt. Noch viel zu lernen, der hat. Ja, das ist krass, dass wenn Peter meinen Rechner morgens abmacht, sitzt der immer vor, strahlt wie so ein kleines Schneekuchenpferd, sagt, oh, Magie. Honigkuchenpferd heißt das. Erstmal bei ICQ chatten immer. Boah, Junge, ICQ, ey, was noch für Zeiten. Ah, oh! Oh ja. Und ich durfte geil, ICQ nie haben. Echt nicht? Nee, meine Mama mir verboten. Wobei deine Mutter war auch dagegen, online zu bezahlen. Ja, die ist heute noch dagegen. Wenn ich heute noch was, wenn ihr heute noch was von Amazon braucht, dann muss immer ich das kaufen. Da habe ich mir gedacht, Alter, ja. Amazon, ja, weißt du so, ja, aber Amazon sind nur Betrüger, weißt du, da musst du echt aufpassen, wenn du da bezahlen willst. Das kann sein, dass die sind doch nur Betrüger, die Schweine. Ja, stimmt. Nee, ich durfte früher kein ICQ haben, weil meine Mom nämlich meinte, du kannst deine Freunde schön anrufen, wenn du dich mit denen verabreden willst. Die hielt von ICQ nämlich gar nichts, weil die das für soziale Abstumpfung hielt. Ich hat auch voll ewig gedauert, bis ich meinen ersten PC mit Internet haben durfte, ja. Und bist du sozial abgestumpft? Nee, eigentlich nicht, aber ich war halt die Einstellung von meiner Mutti, ne? Ich meine, das ist dann halt einfach so. Ich durfte halt auch kein WoW spielen und so, weil mich das ja von der Schule abgelenkt hat. Ja, weil ich auch sowieso so mega gute Noten geschrieben habe. Naja, das ist halt so, ne? Also, du darfst kein WoW spielen? Nee. Meine Mom ist halt so jemand, die sieht einen Beitrag auf RTL über Gamer und glaubt das dann auch, weißt du? So, ich meine, mittlerweile dadurch, dass sie halt jetzt durch uns und durch diese ganze Internetgeschichte ja ein bisschen mehr Einblick ins Internet kriegt, ist halt nicht mehr so ganz schlimm wie früher. Aber keine Ahnung, da brauchte Frontal 21 nur mal irgendeinen Artikel oder sowas bringen, da war das sofort, nee. Oh, also sowas. Pfeiffer. Ja, nee, sowas wie WoW, das spielst du nicht. Da wird man einsam von und so weiter und so fort. Nee, durfte ich nie spielen. Ja. Ja, und meine Mom hat sich auch immer extrem daran gehalten, dass ich nur Spiele spiele, die auch meiner Altersklasse entsprechend sind. Echt? Also damals war das doch gar nicht, damals war das doch nur eine Empfehlung. Ja, ich durfte trotzdem keine Spiele ab 16 spielen, obwohl ich 15 war. Aber das geil, das heißt, du hast früher als Jungspund nie Max Payne gezockt oder so? Nee, gar nicht. Ich hab natürlich, deswegen bin ich eigentlich auch ein Nintendo-Kind, weißt du? Weil die ganzen PlayStation-Titel, ich meine, das ist ja nun mal nicht gelogen, dass Sony schon größtenteils mit Tekken und bla 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 meistens schon Spiele für etwas erwachseneres Publikum geboten hat, ne? Sagen wir mal Jugendlicher. Ja, Jugendlicher, richtig. Und deswegen, ich hatte halt nur Nintendo-Konsolen einfach. Jetzt nicht wegen der Altersbeschränkung, mir hat Nintendo so generell besser gefallen, aber Sowas wie WoW. Hat deine Mom nichts dagegen, dass so ein Pokémon nur hat voll die Tierquälerei und so? Ach Quatsch, so schlimm ist das jetzt auch nicht, aber sie hatte schon ihre Überzeugungen damals und keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht böse deswegen. Ich meine, ich habe WoW jetzt auch nicht krass vermisst, aber ich fand das schon schade, weil alle WoW gespielt haben, nur ich durfte das nicht.
Jetzt, ich meine, jetzt bin ich ja alt, jetzt kann ich das sagen. Ohne Spaß, ich habe damals für WoW, als das kam, das erste Mal in meinem Leben Schule geschwänzt. Da kann man immer sich mal für einen schlechten Einfluss davon. Ja, ich meine, und es ist. Das sollte man nicht tun, by the way. Da bin ich der festen Überzeugung von, dass Bildung wichtig ist, aber ich habe das damals trotzdem getan. Ja, sobald wir den roten Zettel, als wir 18 waren, als wir den roten Zettel gekriegt haben, wo wir uns selbst entschuldigen konnten, Junge, da ging das aber richtig los. Ja, was hat noch, 4000 Fehlstunden, das weiß ich noch. Oh ja. Och ja, heute 7. Stunde Geschichte, 8. frei, 9. Stunde Mathe. Alles klar, gehst nach der 7. nach Hause. Ja, ich hatte Bauchschmerzen erstmal eintragen. Vor allen Dingen die ersten 4 Stunden irgendwann und dann 2 Freistunden und dann 2 Stunden Sport. Ich glaube, die wollten, dass ich unsportlich werde. Ja. Ja, so war das, so war das. Ich hatte ich hatte donnerstags tatsächlich die ersten beiden und dann 8.9. Ja, so was gab es dann auch manchmal, wenn viel ausgefallen ist, aber... Nee, als Standardstundenplan für donnerstags. Also ich fand so nach der dritten Stunde so oder nach der vierten Stunde so eine Freistunde war immer geil. Da konnte man wenigstens nach Meckes fahren und so mal so ein Päuschen machen oder so, ne? Aber so die zweite Stunde schon Freistunde, weißt du, wo du dir denkst so, boah, da hätte ich auch länger schlafen können, weißt du? So, das war immer scheiße. Wie war das denn nochmal? Man musste aber schon aufpassen, dass wir nicht zu häufig gefehlt haben, oder? Nee, du hattest ja nur eine begrenzte Spaltenanzahl. Du musstest ja sonst im Sekretariat eine neue holen. Wenn die sehen, dass das innerhalb von einer voll kurzen Zeit... Ah ja, genau, halt so war das. Bisschen mal auf die Schnauze gekriegt. Aber bei mir stand größtenteils immer Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Ich meine, das Problem ist, klar, unser Lehrer hätte das ja... Alle mit Rückwirken hat Abitur noch aberkannt, wenn du das erzählst. Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Also das hat man schon ausgenutzt, dass man dann nicht mehr zu Mutti gehen muss und unter entschuldigen lassen muss, sondern dass man das selber machen konnte. Weil man hatte ja auch was anderes zu tun. Früher hätte man dann nach Hause gefahren oder so, aber dann konnte man ja im Auto irgendwo hinfahren, die Leute, richtig. Die ein Auto hatten oder jemand mitgenommen haben. Ja, eben. So sieht das nämlich aus. Schön in die Spielothek gehen, ein bisschen Knete verticken. War nicht mit Hardy befreundet, war voll der Mongo. Nee, Peter und ich hatten während des Abis so relativ wenig miteinander zu. Wobei, also in der Oberstufe ging es eigentlich einigermaßen, aber vorher hatten wir so gar nicht. Ja, davor waren wir ja auch nicht in der gleichen Klasse. Nee, aber wir hatten auch erst so in der 13 einigermaßen was miteinander zu tun, ne? Ja, stimmt. So 11., 12., da war wirklich noch nicht so richtig irgendwie. Du hattest aber auch einen ganz anderen Freundeskreis mit Tube und Pascal und so weiter. Und Georg. Ja, okay, ja, stimmt, Georg. Ja, stimmt. Guck mal, wie ist denn die Luft da unten? Ich kann jetzt hier die ganze Zeit dem Rahmen zugucken. Ja, ganz gut, ich bin aus Versehen runtergefallen. Sag mal, ist einer von euch eigentlich von diesem Schild getrollt worden? Ja. Ja, ich nämlich auch, das habe ich ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. Was für ein Schild? Da war so ein Sprung, wo drauf steht, avoid obstacles like this one. Okay. Da bin ich einfach voll gegengesprungen, weil ich das nicht gesehen habe. Tja, machst du nix. Dann machst du echt nix. Ja, Peter, meine Clique bestand ja aus Malek und Bernhard. und Matthias, die wir geärgert haben. Ja, bereue nichts. Nee, ich bereue auch nichts. Nee, das ist wohl wahr. Aber dann kam gemeinsame Lust und Laune an Videospielen. Oh ja. Und vor allen Dingen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das lief. Ja, als ich meinen ersten PC dann hatte mit Internet und so, dann ging das sowieso ab wie sonst was. Boah, wenn ich noch so an die Zeiten denke, weißt du, so zu Hause und dann... Hast du halt zu Hause gezockt und wenn dann. Ich meine, Mama hat mich wirklich selten genervt, so, ne, dass die irgendwie in mein Zimmer gekommen ist oder irgendwas von mir wollte oder so, aber immer dieses: Hast du nicht mal genug gespielt für heute? Boah, Alter, ich bin so froh, dass ich mir so eine Scheiße nicht mehr anhören muss. Ja, stell mal vor, heutzutage, weißt du. Ja, ohne Spaß, ey. Findest du das Nervigste von der Welt Was ist jetzt passiert? Ah, Checkpoint. Die Checkpoint. Ja, hier. Ich bin grad auch richtig scheiße, muss ich aber mal sagen. Ja, es reicht doch mal für heute. Ne? Dann hast du den PC ausgemacht und dann hast du da gesessen. So, ja, was nur. Dann hast du den Handheld genommen. Genau. Ja, dann hast du eben den Handheld genommen. Ja, das haben meine Eltern ziemlich früh aufgegeben. Nee, meine war echt hartnäckig. Auch wenn ich so fern... Ja, willst du nicht die Flimmerkiste jetzt mal ausmachen und so? Ich so, ja, was soll ich denn machen? Ja, geh doch mal raus und so. Ich so, alter Vater. Ja. Ich hab ohne Spaß meinen Eltern gesagt, was macht ihr denn? Ihr kommt nach Hause und setzt euch für den Fernseher, wenn ihr nichts mehr zu arbeiten habt. Ja. Dann dachten die irgendwann, ja, stimmt. Ja. Sehr gut, Deal. Ja, ohne Spaß. Hast du den Schalter hier betätigt? Nee, so, welchen?
Trau dem nicht, hier steht kein Schild. Jetzt muss ich erstmal wieder hier hoch.